Hallo, damit herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Gameplay-Video hier auf diesem Kanal. Ich grüße euch. Wir schauen uns heute den Müllauto-Simulator 2023 an. Das ganze Ding kommt am 9. Februar raus auf Steam. Und der Entwickler, Darius heißt er, wenn ich es richtig ausspreche, hat mir einen Key zugeschickt und hat gefragt, ey, willst du das mal zeigen? Und ich habe gesagt, nu klar, zeig mal. Der Entwickler hat früher mal OMSI-Addons gemacht. OMSI Wuppertal und noch irgendwas. Ihr wisst, ich bin schon seit Jahren nicht mehr in dieser OMSI-Szene drin. Aber ja, und der macht jetzt oder hat jetzt auch schon ein paar eigene Spiele rausgebracht. Und das Müllauto oder der Müllauto-Simulator 2023 ist dann so sein neues Werk. Und naja, wir haben jetzt noch knapp einen Monat bis zu Release. Das ist das Hauptmenü. Ne? Nur mal so, generell, das ist das Hauptmenü. Kein Sound, kein nix. Jedenfalls noch nicht in der Beta, ne? Davon mal abgesehen. Wir sehen, wir spielen auf 2K. Wir haben die hochauflösenden Texturen und die Schatten an und alles. Und ja, wir können hier Müll sammeln. Einmal Sperrmüll, Hausmüll, Altpapier. Wir können eine Arztpraxis räumen, eine Kneipe und ein Wohnhaus. Es gibt globale Bestenlisten, wo ich mich momentan auf Platz 2 befinde. Nachtmüll hat noch knapp 500 Punkte vor mir. Naja, schön. Ne? Und Chris Maximus natürlich komplett abgehängt. Ne? Also sehe an. Nun, ich weiß nicht so wirklich, was ich von dem Spiel halten soll. Auf der einen Seite, ich weiß auch nicht, was das Spiel später kosten soll. Ich sag mal so, für einen 5er bis einen 10er ist es vielleicht so nice, nett und so. Aber das wirkt ein bisschen so aus der Zeit gefallen, das Ganze, ne? Oder hat so einen gewissen OMSI-Vibe, sagen wir es mal eher so. Es hat so einen gewissen OMSI-Vibe. Und naja, ich habe schon mal jetzt gespielt, ich habe schon mal den Sperrmüll da gemacht. Und ich möchte mit euch jetzt einfach mal Hausmüll machen. Und wir haben hier auch drei Fahrzeuge, 2R, Vulture und Shark, was da jetzt auch immer der Unterschied ist. Und wir fahren dann jetzt einfach mal den Hausmüll mit der Vulture und wir müssen 1080 Punkte knacken, dass das was wird. Ja, und dann gehen wir einfach mal hier auf Pressen. Da haben wir erstmal dann Sound. Babam. Und sehe an, wir haben jetzt 12 Minuten Zeit und können hier dann Müll nehmen, weil das ist das erste Ding, was euch hier auffallen wird. Wir haben keinen freien Modus im eigentlichen Sinne, was mich ein bisschen wundert, sondern wir haben immer nur eine Strecke, die geht geradeaus und ja, das war's dann auch schon. Ihr seht, wir können jetzt hier einmal die Presse aktivieren. Dann haben wir hier noch so eine tolle Innenkamera. So, und das war's. Wir können jetzt hier vorne einsteigen. Haben hier drinnen allerdings auch keinerlei Animation oder ähnliches. Können zum nächsten Müllberg fahren. Bremsen ab. Während des Abbremsens steigen wir automatisch dann aus. Und dann geht der ganze Spaß hier wiederum weiter. Das meine ich so ein bisschen mit aus der Zeit gefallen. Ne? Es ist irgendwie, es hat einen gewissen Witz, muss ich ehrlicherweise dazugeben. Und zugegebenermaßen, es macht auch in einer gewissen Art und Weise Spaß. Ich weiß aber nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Interessant oder das Gute ist auf jeden Fall, wir können uns auch hier hinten draufstellen und können hier hinten ansetzen. Ne? Also das ist in dem Fall möglich. Da müssen wir nicht jedes Mal hier vorlatschen. Ne? Und können jetzt hier schön die Säcke reinhauen. Das ist im Vergleich zu Sperrmüll sogar relativ einfach. Ne, kann mich jetzt hier wieder draufstellen und weiter geht's. Wir haben sogar Ampeln, die allerdings zugegebenermaßen keinerlei, ja, sagen wir mal, Sinn haben, weil hier gibt's eh keinen Verkehr, jedenfalls noch nicht. Ich weiß nicht, ob der später noch eingefügt wird. Ne, aber hier in der Beta-Version ist das momentan noch nicht der Fall. Und ja, dann kann ich das ganze Ding jetzt hier reinwerfen und reinwerfen und reinwerfen. Jetzt können wir, denke ich mal, wieder mal hier die Presse betätigen. Aufpassen, dass das hier nicht alles wieder rausrutscht, wie zum Beispiel der eine Sack. Sehr schön. Dann hauen wir den einen Sack hier noch rein. Und dann geht es wieder weiter. Schon haben wir 190 Punkte. Gut, dadurch, dass es jetzt nur Säcke sind, ist das natürlich
punktetechnisch gesehen eher so eine Sache. Aber vielleicht bringen die Körper ja insgesamt mehr. Und somit jagt man eigentlich nur einen Highscore nach dem anderen hinterher. Ist auch ein Konzept, das gab es damals beim Bus-Simulator 2008, fahre Haltestellen an und bla, und dann hatte ich so eine Zeitbegrenzung und alles. Deswegen meine ich halt auch so ein bisschen außen aus der Zeit gefallen, das Ganze. Ich meine, so ein freier Modus, wo man einfach so durch die Stadt kurven kann, so City Economy. Wie hieß denn das nochmal? Economy Line? Irgendwas, das hat Astragon damals rausgebracht. So in der Richtung, das war ja eigentlich ganz geil. Sogar Multiplayer, wohlgemerkt. Der Multiplayer hat nicht funktioniert, davon mal abgesehen. Aber das war ja mal so ein Versuch von Astragon, so in dieser Müllgeschichte Fuß zu fassen. Und naja, hätte man das so ein bisschen weiterentwickelt, ne, so auf dem Stand von 2023, dann hätte ich ja sogar gesagt, cool, das ist jetzt eher so ein bisschen, es hat ein bisschen was von Nostalgie, ich sag's mal so. Ne, also es hat wirklich so einen nostalgischen Faktor hier. Ne, man fühlt sich so ein bisschen zurückgesetzt ins Jahr 2009, 2010. Ja. Und wir pressen hier den wunderschönen Hausmüll und bekommen Punkte dafür. Ist das nicht großartig? Und wir haben noch 8 Minuten Zeit, ne? Also meinen, wir wollen den Highscore knacken, ganz klar. Wenigstens mal in Endspiel einen Highscore hier knacken. Aber das Ganze bewegt sich dann dementsprechend auch hier in dieser, also in dieser Phase hier. Also sprich, wir haben eine Straße, die können wir geradeaus fahren. Ab und zu landet hier mal Müll. Den Müll können wir einsammeln. Oh, das ist ein Kanister, den nehmen wir definitiv nicht mit. Und kriegen dadurch Punkte. Und das war's. Ist jetzt so, ich sag mal so, spannungstechnisch gesehen eher so eine Sache. Ne? Also wirklich eher so eine Sache. Aber naja, gut, ne? Schauen wir mal, wir machen einfach mal weiter, ein bisschen hier Zeit rausholen. Aber ich mache schon mal wieder hier die Luke ein wenig auf. Ja, soweit geht dieses Lükchen hier, nehme ich gerne auf. Dass wir das alles mal hier ein bisschen reinstopfen. Also mehr will nämlich hier reinstopfen. Ne, desto weniger müssen wir hier diese wunderschöne Presse betätigen. Ja, ein bisschen hier rein. So weniger fällt nämlich hier raus. Umso mehr Punkte kriegen wir nämlich. Ja, schon 500 Punkte. Ein Wahnsinn, wir haben noch 6 Minuten Zeit. Das wird was. Das sage ich euch. Da kommen wir auch definitiv auf den Highscore. Grafisch muss ich ja glaube auch nicht so viel dazu sagen. Ist jetzt in dem Sinne okay Highlight. Das ist eher so, ist das schon Omnia, ich glaube so ein bisschen Omsi-like hat das, ne, von der Grafik her. Es ist halt, wie sagt man immer so schön, zweckmäßig, ne, mehr aber auch nicht. Die Grafik ist zweckmäßig, mit 2023 eher weniger vergleichbar. Die Gebäude, die hier rumstehen, die sehen soweit ganz gut aus, ne, also für die Grafik, was es halt sein oder darstellen soll, ist es okay. Die Mülldinger selber, ja gut, sind halt Müllsäcke, ne? Also da kannst du jetzt an sich nicht viel verkehrt machen beim Design, würde ich mal fast behaupten. Von daher ist es soweit in Ordnung. Die Müllwagen selber, man sieht diese Warnzeichen und alles, das kann man erkennen. Die sind schon mal nicht komplett verwaschen oder verpixelt. Das ist auch schon mal ein Pluspunkt, ne? Das muss man immer so sehen, sage ich mir da. Und ja, und das Spielprinzip, wie gesagt, 10, 12 Jahre. Vor 10, 12 Jahren bestimmt ein Highlight. Heutzutage eher, naja, hat so einen Nostalgiefaktor. Ich sag's mal so. Ne? Aber gut, wir machen einfach mal weiter. 5 Minuten haben wir jetzt noch glatt. Wir haben die Hälfte geschafft, 550 Punkte. Das heißt, wir könnten so auf 1100 Punkte kommen, wenn wir uns ranhalten. Dann müssen wir uns aber auch dementsprechend ranhalten. Ne? Hier mal ein paar Kisten noch mit reinhauen hier. Weil die meiste Zeit geht halt wo immer drauf. Richtig, beim Pressen. Deswegen fahren wir hier mal zum nächsten an. Dann machen wir mal die große Luke wieder auf.
Sollen wir da ein bisschen Punkte hier kriegen? So. Dann machen wir mal das Lügchen hier auf. Wenn er denn will. Na, da seht ihr nämlich schon, da wird hier vieles schon wieder rausgeworfen, weil es zu viel des Guten war. Aber wir stopfen alles hier rein, was wir hier reinstopfen können. Um irgendwie Zeit zu sparen. Warte mal, hier ist zum Beispiel noch so eine Lücke und da bleibst du drin. Ja, dieser scheiß Kasten hier, ne? Der macht das so ein bisschen. Machen wir mal kurz dazu. Mehr geht nicht erstmal. Ja, da rutschen trotzdem nochmal zwei raus. Plus der eine Kasten, der hängt da hinten noch so drin. So. Das Ganze nochmal auf. Ja, wir könnten eigentlich auch so fahren. Das ist eigentlich ganz geil. Da haben wir nämlich mehr Platz. 790 Punkte, 3 Minuten 35. Ich kann vor Spannung kaum noch. So. Dann hauen wir das alles ganz schnell hier rein. Ja, guck mal, das ist ja eigentlich so das Ideale, wie ich das sehe, ne? So, guck mal. Ach, wie viel Platz wir da haben. Dann auf zum nächsten. Geht ja erstmal weniger darum, wie realistisch das ist. Ich glaube, so mit dieser offenen Klappe darf man gar nicht fahren. Aber das ist erstmal relativ. So, dann haben wir noch zwei Bierkästen oder zwei Dinger hier mit, was das auch immer darstellen soll. So, weiter geht's. Davon haben wir nämlich immer den nächsten Müll. Komm, über 1000 Punkte müssen wir kommen. Ich will Platz 1. Ich will Platz 1 hier. Komm, hallo, halt an. Ist alles wertvolle Zeit hier. So, noch ein Müh und noch ein bisschen. Ach, da ist noch genug Platz. Weiter. Hier ist noch mehr als genug Platz. Ah, gucken wir mal an. Hier haben wir so mal einen großen Hausmüll. Das nehmen wir gerne wieder. Da kann man sich ja mal bedanken, dass da viel Müll produziert worden ist. Das sind nämlich unsere Punkte. So. Hier noch hinten irgendwie rein. Dann hier noch irgendwie rein. Hier noch irgendwie. Kriege ich das Ding noch irgendwie hier rein. Ich glaube, jetzt muss man erstmal kurz wieder die Luke zumachen. Sehr gut, dann schmeiße ich schon mal hier wieder rein, bis das hier weitergeht. Haben wir sonst keine Zeit. 1010 Punkte, meine Damen und Herren, das ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Fahren wir weiter. 50, nee, ich glaube 60 Punkte brauchen wir noch, dann sind wir globaler Rekord. Wow, sieht sogar auch gut aus. Liegt aber eine Menge rum. So. 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 Und so. Und ihr merkt schon, falls ihr noch denkt, kommt jetzt hier eigentlich noch mehr? Nee. Na, also ist bis auf die Räumung, das werden wir uns, ich denke mal, so zwei, drei Videos werden wir hier drüber machen. Aber dann verließen sie ihn auch schon wieder. Also allzu viel wird da hier nicht passieren. Mehr vom Gameplay-Prinzip her. Und wunderbar. Rekord geknackt. 1120 Punkte. Hier bitteschön. Ja, das glitscht da drinnen ein bisschen rum. Aber auch nur ein bisschen. Ich glaube, das Müllauto ist dann halt auch bald voll. Aber wir haben doch nur noch eine Minute. 55 Sekunden. Da müssen wir jetzt nochmal alles geben. Na, nochmal die letzten Müllsäcke hier mit ran und mit rauf und mit zu und 40 Sekunden. Ja, kriegst mal eigentlich hin. Guck mal, da können wir, glaube ich, sogar noch hier vorne hinfahren. So, mal hier noch ein bisschen. 30 Sekunden. So, die Presse dauert, glaube ich, so 10 Sekunden, je nachdem. Ah, hier haben wir sogar noch ein paar Dinger hier. Haben wir die Kleiner mit rein. Ja, 21 Sekunden. Oh Gott, das wird knapp. Aber ich betätige jetzt schon mal die Presse, sicherheitshalber. Natürlich rutschen die drei wieder raus. Das wären 30 Punkte gewesen. Aber 1200 Punkte glatt. Muss uns so erstmal einer nachmachen. Beendet, 1200 Punkte glatt. Und wir sind auf Platz 1 vor den BESPD, wer das auch immer ist. Ha! So. Und somit führen wir schon mal die globale Liste an. 1200 Punkte macht's nach. Macht's nach, meine Damen und Herren. Gut, ihr könnt es noch nicht nachmachen. Das Spiel ist dementsprechend noch nicht draußen. Ja, das war aufregend, oder?
Ich würde sagen, im nächsten werden wir mal Altpapier machen oder eine Räumung, je nachdem. Und ich glaube, dann sind wir aber auch schon gameplay-technisch hier durch. In dem Sinne danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, oder rennet. Tschüssikowski. Tschüss.